Hallo, liebe Leute, heute es ist 9 Uhr. Mann, ich kann das nicht überspringen. Mann, ist das schlimm. So, es ist 9 Uhr, ich bin da, ich bin im Laden. Piep, piep, da hat es piep, piep gemacht. Ne? Also, ich bin nicht zu spät heute, heute pünktlich. Das ist gut, das freut mich sehr. Zeit wird ja nicht mehr schlechter. Ich habe noch gar nicht geguckt. Siehst du, ich muss mal nachgucken, ob das überhaupt existiert. Und meine Frau will wieder essen gehen. Gibt's ja gar nicht. Uff, zum Bäcker. Lecker Bäcker. Aktueller Stand heute am Montag? Nö. Donnerstag. Nein, stimmt ja gar nicht mehr. Ja, wie vielte? Am Donnerstag, 26. 105 Abonnenten. Es wächst beständig. Leute sind begeistert? Ja, total witzig. 100 Leute sind begeistert. Hier ist Frühstück. Aha. Du bist zu spät, Wolfgang. Ja, ich war ein bisschen spät. Ja. Ist gerade eben war ich da. Jetzt sehe ich frühstücken. Tommy ist enttarnt worden. Tommy ist ein echter Blogger. Videoblogger. Guten Morgen. Da, der Dennis ist da. Seit langem mal wieder. Ist er noch vermisst? Ja, der nicht. Muss doch mal melden. Sieht doch nicht. Das ist sehr selten. Sehr, sehr selten. Das Schlimme, was damit passiert ist, ist, dass du drunter geschmissen hast. Erstens. Und zweitens, dass es einlaminiert wurde. Das ist nicht nur in Folie, es ist einlaminiert worden. Ja. Ich ärgere mich so doll, ey. Das ist ja schade. Das muss irgendeine frühe Art der Laminierung sein. Das laminiert mir ein für die Ewigkeit. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob es jemand gefällt. Telefonnummer, ihre Handynummer, VIP-Handynummer. Siehst du, da kannst du gucken. Da, guck. Prepaid-Nummer. Die machen. Naja, man kann Telefonnummern bei eBay kaufen, tatsächlich. So, das ist natürlich alle totaler Quatsch. Oh ne, aber ich werde ein iPhone 4 jetzt kaufen. Naja, 140 Euro für ein neues iPhone 4 finde ich nicht zu viel. Kann man gucken. Aus der Knolle, et grüßt sie höflichst. Fensterwolle. Wolfgang hat wieder Schnappatmung. Na, wie geht's? Danke, gut. Danke, gut. Ja. Aber gut gelernt. Der Micker war ja gestern so schnell weg, Thomas. Der Micker? Der Mickerieger? Ja. Den kenne ich nicht. Der war doch nicht schnell weg. Ich hab das ja auf Band, wie lange der da war. Ach so. Der war doch nicht schnell. Der war eine Stunde hinter uns auf dem Sack hier. Wo einfach ist das? Das ist doch ein super Rezept für Stolle. Mach mal Stolle. Mein Mann. Ja, kam da nur die Rezepte nicht dazu, mehr oder was? Ja, dann suchen wir welche, machen wir trotzdem Stulle. Machen wir Stulle, am Ende machen wir eine Stulle? Ja, oder so, das geht schneller. Ja, können wir ja mal machen. Backen! Ja, große Adventsbacken bei Wolfgang. Bei mir? Oh, Entschuldigung. Was für die kleinen Adventsbacken in der Fahrradwerkstatt, im Fahrradsalon. Ja, wie das ist, das ist scheiße, ja. Eine Suppe, hol dir doch beim Bäcker eine Suppe. Ah, ja. Na komm, lecker Linsensuppe. Da kannst du richtig Mischerin holen. Was, wie? Niemals. Ich musste doch bezahlen. Nee. Habe ich das schon bezahlt? Ja, hast du irgendwann gemacht. Ich hab das schon bezahlt? Hä? Ich komm mal.
PayPal. Ja, wie einfach ist das denn, ey? Vertrag tust du ja nicht, Dennis. Das bekommt ihr ja nicht, sagst du ja selber. Also du kriegst das nicht, egal ob du da nicht sofort tot bist, das ist ja jede Sache. Aber gut, das ist es nicht. Regelmäßig geht da schon eine Menge, aber es hilft. Aber es tut einem doch nicht gut, das hilft ja nicht, genau. Wie du sagst. Also verträgt man es nicht. Wenn es gut für einen wäre, würde man es vertragen. Ja, da gibt es so eine Phase, da funktioniert das schon, aber da muss man natürlich... Das verstehe ich nicht. Ja, dann kann man die ganze Zeit weiter selbst belügt und das schönredet. Das ist total toll und gibt so eine Phase, da hilft mir das total. Das habe ich niemals gesagt. Nö. Weil es nämlich nicht hilft. Das hilft nicht. Also bekommt ihr nicht. Bekommt ihr nicht, das bekommt auch keinem anderen. Das ist der Quatsch. Na, wie gesagt, wenn es helfen würde, würde ich. Hast du mir nicht gesagt, dass die wohl, wie sie in England waren oder in Dublin waren, geschäftlich waren? Wolfgang, ich habe gesagt, vielleicht waren sie. Du hast mich gefragt, warum waren sie denn da in Dublin? Da habe ich gesagt, na, vielleicht waren sie auch geschäftlich. Ich habe nicht gesagt, die waren geschäftlich da. Ich habe gesagt, na, vielleicht waren sie ja geschäftlich. Ja. Du musst ja auch bedenken, dass die ja viel durch die Welt reisen. Wahrscheinlich auch, wenn sie da mit irgendwie einem Schauspieler oder so. Also, die sind ja nun mal vor Ort gleich. Na, manchmal sind die auch vor Ort. Und wenn sie dann in Dublin und du nicht weißt, warum, wieso, weshalb. Am besten, wenn du das wissen willst, fragst du selber. Ach, Puff, ach, ich will nicht. Na, warte, ach, Puff, ist doch dein Kumpel. Ach, Quatsch. Ist doch dein Nachbarn. Ach, Quatsch. Ist doch dein Kumpel. Ach, mein Kumpel. Na, warte, jetzt sag doch ja. Das ist doch noch dein Kumpel. Will den mal fragen. Kameradenschwein ist das, du. Kameradenschwein ist das. Da sagt er nicht, da sagt er nicht. Das ist doch noch, wenn du den mal fragst, dann ja, und dann ist er weg. Ja, klar. Aber erstmal will ich sie beschneiden quasi ringsrum. Ja, das ist ja auch jüdische Tiere. Ja, Helal! Ja, erstmal beschneiden. Der erste Stollen in diesem Jahr. Hat mir meine Frau gemacht. Gucken wir mal. Schneider an mit dem exquisiten Messer. Mal kurz einen Reifen organisieren. Ich habe ja nicht mehr da, ich bin ja schon ausverkauft. Ich will ja nicht hier. Der einzige Auftrag heute. Vermutlich bis jetzt. Die Schraube noch oder? Nein, die vorne ist weg. Nein. Nicht eine große. Hast du noch eine dafür oder? Ein Konter und der ist noch nicht abgebrochen, sondern rausgeschraubt. Also definitiv wieder rausgeschraubt. Da kannst du nicht zu liebige Schrauben. Naja, nee, aber fest machst du der tatsächlich nur mit den Dingern. Die waren ja lose. Naja, gut, aber trotzdem brauchst du eine Schraube dafür. Das rutscht ja trotzdem runter, wenn du von innen nicht. Das ist ja eh noch Plastik. Das ist nur zum Rufziehen, gilt die. Ach so. Bei der Technik, ja. Also nicht gut. Damit ich jetzt nicht hauen muss, sondern damit es. Verstehst du? Du musst eine Schraubzwinge. Das ist ja Assi, Alter. Assi. Aber nicht die Assi. Liegt die nicht draußen noch irgendwo? Die meisten von chinesischen Thailänder. Taiwanesischen Thailänder? Genau. Vom taiwanesischen Highlander? Genau. Oder so. Taiwan. Oh, ich kotze ab, ey. Kotze im Quadrat. Wer macht denn sowas? Wer schraubt denn hier das ab, ey? Ist ja nur LX. Ich meine, naja, okay, nur LX ist schon gut, aber. Ja, vielleicht hat wirklich jeder die Schraube gebraucht. Aber nee, wenn sie nicht abgefallen, weil die muss Mutter nach der Öl löst. Genau. Die hat er sie nicht abgekriegt. Hat sie nicht abgekriegt. Ja, weil er Kugelabzieher gebraucht. Jetzt ist an. Ah. Ja, Gabel putzen, das macht der Dennis ja nicht. Nein, er hat Öl raufgehauen. Die Öl an die Bremse. Ach, schau mal drauf. Ja, kannst du dem Kunden erst zeigen. Achso. Naja. Ach, okay.
Das muss ja neu werden. Hast du irgendwie selbst gesagt? Nee, ich habe gesagt, das ist vielleicht so eine Begrenzung, eine Einstellung oder so, weil er sagt jetzt. Nein, nee, das ist aber. Nein, mach ab und rein. Naja, der kommt in 50 Minuten wieder. Ich muss sagen, das wäre völlig unnötig gewesen. Ich möchte den Fahrrad ja wegschmeißen. Ja. Manche sind ja so, manche wollen den Rad dann wegschmeißen, statt einen Schaltzug zu erneuern. Ich meine, das ist ja auch ein hässliches Rad. Stevens, wer will so was denn haben? Schreiben Sie. Mal her ganz kurz, Scotty. Ich muss mal ganz kurz das Rad anschließen. Rad anschließen. So schöne Bausteine. Ja. Da hatten wir bestimmt auch Weißtüren oder so. Pimpenpaare oder so. Ist das ein Autogramm für mich? Nee, ich war in der Friedrichstraße und wollte einen Termin beim Neurologen machen. Das kriegte erst im Januar und die waren sehr unfreundlich. Die wollte schon, nicht so schnell. Die wollte schon für das Termin vergeben die Chipkarte einlesen. Und dann sagte ich, warum denn das? Ich habe doch erst im Januar den Termin, der warum das verteilt. Da sagte sie zu mir, das kostet ja schließlich was, wenn sie sich mit mir unterhalten. Da sag ich, mach da nur einen Termin. Außerdem kriegt sie doch einen Stundenlohn, oder? Hä? Sie kriegt doch einen Stundenlohn. Eine Praxisangestellte. Was erzählt die mir, dass ich für eine Anmeldung, für einen Termin meine Chipkarte einlesen lassen muss, weil sie bezahlt werden müsste? Ja. Naja, einen Termin kannst du ja auch am Telefon ausmachen, ohne Chipkarte einlesen. Termin? Ja, aber wenn ich hingehe und direkt vor dir stehe Termin machen will, dann muss ich doch die Chipkarte einlegen lassen. Ich wieder da war, schwanger. Er war aber gar nicht hier. Na, Kimmy! Hallo. War die Kamera auf mich gerichtet? Nee, ne? Nee. Nur aufs Baby. So. Schaltzug. Aua. Hast du den alten raus schon? Ja, wa? Ist weg. Will ich sagen, gut. Papa. Ja, schön. Papa. Na? Ist meine Felge da? Noch nicht. Also sie ist, wie haben sie mir geschrieben, im Internet kann man sehen, dass er abgeliefert wurde, wohl in der Karl-Marx-Straße, in Arkaden. Das ist natürlich sehr günstig. Mhm. Also wurde leider nicht hier geliefert. Ja, mit dabei war aber bei der Post. Oder bei der Post abgeliefert. So, jetzt muss ich das da abholen gehen. So, zieh mal da unten. Oh. Das ist schön spannend. Mein Umbrella. Deine? Meine. Komm, wir essen ein Stück Kuchen rum, okay? Oh, was gut. Komm ich denn hier? Na, das weiß ich nicht. Wenn ich die Tiefer schieben will, dann nutze ich nicht direkt nach unserem Rücken. Hast du noch gesehen? Nee, geht nicht, oder was? Reicht auf der Ebene. Wie meinst du denn, welche Ebene? Wenn ich jetzt bremse hier, dann kommt der in Bremsbacken so ein Stück daran. Woran? Hier an den Mantel. Dann muss ich den Bremsbacken. Ah, warte doch mal vorher nicht. Ja, aber deswegen ist der Mantel kaputt. Ach so, ach Mensch. Nee, den kannst du nicht verschoben. Nee, dann kriegt man nicht schon. Nee, man kann nicht die Höhe variieren. Du schiebst es ja auf der Ebene, in der sich dieser Bremsbelag befindet. Ah. In der Ebene schiebst du es ja nur hin und her. Also im Grunde genommen kannst du damit die Höhe nicht variieren. Die Spannung der Kette. Mehr oder weniger, ja. Wobei das eben bei Schaltwerkgeschichten musst du das hinten drin und das war's. Ich darf ja auch nicht hier oben am Schutzblech schleifen, wa? Das könnte man ja hier oben variieren, am Schutzblech. Auch noch. Deswegen ganz hinten drin, fertig, aus, Feierabend, bis Anschlag hinter und dann gerade stellen. Scheiße. Wie bitte? Nein. Ein bisschen Übung,
der Zylinder einparken hier im Keller oder was? Ja. Guck dir mal das Auto an hier, der fährt jetzt gleich in den Keller rein. Ist kein Klapprad, ist ein Steckrad. Mann, Alter, ey. Ja, doch. Kommen Sie wieder hier. Hier, Tag, Tag, Kamera. Tag, Tag, der Kabelbinder Klauer. Damit kannst du nicht auftreten bei Germany's Next Topmodel. Nee, auf keinen Fall. Mochtoppel. Hallo, Christian. Moin, moin. Hallo. Hallo. Adi, übrigens. Servus. Dennis, der Thomas. Hier, also motorisierte Fiskanter haben wir. Oh Mann, ey. Ja, jetzt stürmt ein Laden. Nö, an der Stelle. Oh mein Gott, ey. Alex, ey. Soll ich wieder ausmachen? So, jetzt kannst du auslassen. Die nächsten 20 Minuten. Danke für den Stromausfall, Alex. Wunderbar. Du bist echt ein Talent. Ja. Das wäre noch. Was auch 120, ja. 120. Das ist dann aber anderer Farb. Sprühdosen gibt es ja reichlich. Ist ein Klassiker. Sie findest du überall wieder, das Ding. Das ist das Schöne. Klaut hier keiner so schnell. Das habe ich auch nicht. Da, wo er lebt, ist der Schwager. Was ist denn das, ey? Lampe, oder? Alter! Was ist denn das? Ja, Vorsicht, oh. Bitte. Warten. Na ja, also 60 Jahre hat sie gebraucht, um so auszusehen. Oh, und du knüllst es jetzt hier. Oh, komm, hin, meinst du, das wird schlimmer oder was? Ey. Na ja, das musst du bleiben. Ja, am nächsten Frühjahr kommt man da wieder. Ab 1. März kommt man da wieder ran. Jetzt tatsächlich nicht. Naja, aber das ist so nicht. Also, das ist nicht für Kerle. So, das war's für heute. Auf alle Fälle. Es ist 20:49 Uhr. Ja. Der Dennis kackt oder so. Sieht zumindest aus. Ja, der Dennis hat vertreten. Das ist doch sehr nett. Und wir haben geschattet. Wir haben tatsächlich einen kleinen Chatverlauf heute. Es war nur... Eine Person und ich, aber so ist es. Und Dennis war der Mr. Senf. Man kann ja alles haben am Anfang, aber es läuft. Also bis morgen, wir sehen uns. Ciao. Ist morgen überhaupt noch ein Tag? Ja, morgen ist noch ein Freitag und ein Samstag. Jawohl.